Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Video heute auf diesem Kanal. Und ja, heute gibt es mal wieder ein Video auf diesem Kanal. Das gab es ja schon lange nicht mehr. Und dazu werde ich jetzt einfach mal ganz gechillt anfangen mit den drei Lieblings-Texture-Packs von mir. Und zwar fangen wir direkt an mit dem Platz 3. Das ist nämlich das Poichi-Pack 100.000 Pack, was, keine Ahnung, vor 6 Monaten released wurde. Und ja, es ist eigentlich ein ziemlich nice Bad Wars Pack, um halt so die Gegner wegzuschnitzeln, aber ja, also ist echt ein ziemlich nices Pack und ich kann es auch empfehlen. Die Links zu den Texture Packs sind auch unten in der Videobeschreibung. Leute, könnt ihr auch einfach gucken, wenn euch ein Texture Pack extrem gefällt, dann könnt ihr dort einfach vorbeigucken und dann ja, habt ihr dieses Texture Pack zum Beispiel. Auf dem zweiten Platz gibt So Leute, auf dem zweiten Platz ist das Mystery Craft Pack, 7K Pack, und zwar ist das auch ein Bad Wars Pack und auch ein PvP Pack, also mit dem kann man auch extrem gut PvP spielen. Und was mir bei dem Pack auch so mega gut gefällt, ist die Enderperle, die kann ich jetzt mal ganz kurz zeigen. Das ist nämlich, Moment, Enderperle, das hier, das sieht so geil aus, diese Animation, einfach. Und ja, hiermit kann man auch ganz gechillt die Lines entspannt durch die Welt ziehen und ja, hat eigentlich gar keine Probleme, möglicherweise mit dem Fadenkreuz. Das Fadenkreuz ist mir extrem gut gehalten, finde ich. Können wir mal ganz kurz. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall ein ziemlich nice Pack und das kann ich auch auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Ja. Und zwar, zum Beispiel jetzt, ihr könnt auch, der Platz Nummer 1 von den ganzen Texture Packs ist das X-Fero 5K Pack. Ja, ich kann es euch jetzt mal ganz kurz einblenden. Hier ist es, das X-Fero Pack. Auf jeden Fall ein sehr, sehr nice Pack. Mit dem kann man extrem gut PvP spielen. Mit dem Pack. Vor allem, die Enderperle sieht wieder mal mega geil aus. Die Schwerter, mega nice am Start. Also, dieses Pack kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil es ist einfach mega geil. Und ja, das könnt ihr euch auch natürlich in der Videobeschreibung downloaden. Es ist jetzt ein sehr kurzes Video gewesen. Das bedeutet, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Liken, Abo und einen Kommentar freuen. Bis dahin, haut noch rein und ciao.